Hier ist Radio Zusa, Ihr Sender für Heide, Elbmarsch und Wendland, live von der 17. Lüneburger Umweltmesse im Klamarpark. Und wir haben ja versprochen, wir geben Ihnen ganz viele Informationen, die draußen zu Hause vor den Radios jetzt sitzen, in nah und fern. Vielleicht ja auch ein bisschen das Interesse wecken, hier einfach mal herzukommen nach Lüneburg in den Klamarpark und sich einfach mal umzuschauen. Ein wichtiger Cluster dieser Ausstellung ist das Thema Ernährung. Und neben mir steht Frauke Gyros-Novucin von der Veganergesellschaft Deutschland. Also, vielen Dank für die Anmoderation. Wie eben schon gesagt, stehe ich hier für die Vegane Gesellschaft Deutschland und freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Ich will eigentlich gar nicht so viel erzählen, sondern im Grunde genommen bin ich hier, weil ich viele Fragen habe. Ja? Ich frage mich, wir sind heute alle hier, weil wir dasselbe Ziel haben. Wir wollen unsere Umwelt schützen. Wir wollen eine bessere Umwelt mit weniger Katastrophen. Wir wollen das Klima retten. Dafür machen wir viele Anstrengungen. Und wir suchen nach Lösungen für den Umweltschutz. Manche von uns haben sich entschieden, ein Auto zu fahren, was einen geringen CO2-Ausstoß hat. Oder vielleicht überlegen Sie sogar, sich ein Elektromobil zuzulegen. Am Eingang steht ja eins, was man bewundern kann. Das ist eine wunderbare Technologie, aber sie ist ziemlich teuer und nicht jeder kann sie sich leisten. Noch besser ist es natürlich, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, aber gerade hier auf dem Land ist das nicht immer möglich. Und Wärmepumpen und Solarenergie wird hier auch ausgestellt. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, um 95% CO2 einzusparen, während man es warm und gemütlich hat. Finde ich auch toll, ist aber auch eine teure Investition. Und nicht jeder von uns baut ein Haus, sondern viele von uns wohnen zur Miete und dann können wir überhaupt keinen Einfluss darauf nehmen. Aber für mich beginnt Umweltschutz mit Messer und Gabel. Denn ein veganer Muffin zum Beispiel spart so viel CO2, wie ein Auto auf 23 Kilometern verbraucht. Ein einziges Ei, auf das wir verzichten, spart so viel CO2 wie 100 Autokilometer. Der UN-Bericht von 2007 sagt, dass die Tierzucht mehr CO2-Ausstoß verursacht als alle Transportmittel der Erde. Das heißt Autos, LKWs, Züge, Flugzeuge. Alles zusammen verschmutzt unsere Umwelt nicht so sehr, wie es die Tierzucht und die Tierhaltung tut. Und wir sind doch alle umweltbewusste Menschen. Deshalb meine Frage auch an Sie. Wenn Sie morgens die Zähne putzen, lassen Sie den Wasserhahn laufen oder drehen Sie das Wasser ab, um Wasser zu sparen? Sie drehen ab, ne? Ja, wunderbar. Aber wussten Sie, dass wenn Sie ein Kilo Rindfleisch kaufen, dass Sie dann 15.000 Liter sauberes Trinkwasser damit verschwenden? Wussten Sie, dass Sie mit einem Liter Milch, den Sie trinken, 1.000 Liter sauberes Trinkwasser vergeuden? Sauberes Trinkwasser ist ein Problem auf unserer Welt. 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang dazu. Und wir vergeuden 1.000 Liter, um 1 Liter Kuhmilch zu produzieren. Das ist kein Umweltschutz für mich. Und wir alle können das ändern, jeder von uns. In jedem Moment. Auch viele Leute kommen heute an den Stand und sagen, ich esse gerne Fleisch, ich kann nicht darauf verzichten. Es ist doch Tradition. Ja, es ist Tradition. Aber nie haben wir so viel davon gegessen wie heute. 60% der Getreideernte der Industrieländer und 90% der weltweiten Sojaernte werden an Tiere verfüttert. 70% des Tierfutters importieren wir. Und die Skandale mit Pestiziden und Dioxin, die damit verbunden sind, schädigen noch darüber hinaus unsere Gesundheit. Und 1/3 all dieser Nahrungsmittel, die hergestellt werden in Deutschland, die werfen wir weg im verzehrfähigen Zustand. Und wenn wir all das tun, verhungern 40.000 Kinder jeden Tag. Wissen Sie, wie viel das sind? Alle 2,5 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Aber unsere Erde kann 12 Milliarden Menschen ernähren, wenn wir unser Getreide nicht an Tiere verfüttern. Wir sind nur 7 Milliarden.
Der UN-Sonderbotschafter Jean Ziegler hat in seiner Rede gesagt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Von uns allen, von unserer Kultur und davon, dass wir nicht verzichten wollen, sondern immer noch mehr wollen. Und auch damit ist es nicht getan. Denn die Tiere, die gezüchtet und gegessen werden, bekommen Medikamente und sie scheiden sehr viele unangenehme Stoffe wieder aus. Die dringen bis in unser Grundwasser. Über unser Trinkwasser landen sie wieder in unseren Gläsern und auf unseren Tellern. Das alles können wir ändern, wenn wir uns entscheiden, jeder von uns. Die rein pflanzliche Ernährung ist die größte Umweltschutzmaßnahme, die Sie persönlich ergreifen können. Damit sparen Sie eine halbe Tonne CO2 pro Jahr, jeder von Ihnen. Damit werden Sie gesünder. Eine cholesterinfreie Ernährung hilft, viele ernährungsbedingte Erkrankungen zu heilen. Das würde sogar glatt unser Gesundheitssystem sanieren. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist, unsere Gewohnheiten ein bisschen zu verändern, etwas Neues zu lernen. Aber was viele nicht wissen, ist, dahinter steckt eine enorme Vielfalt. Und deshalb hat sich diese vegane Gesellschaft Deutschland gegründet, vor fast einem Jahr, um darüber zu informieren, um Menschen zu beraten. Und heute sind wir an unserem Stand da mit einem Showkochen. Die Zeiten sind am Stand angeschlagen. Das erste ist gleich um 12:30 und jeder ist eingeladen zu kommen und zu probieren, dass rein pflanzliche Ernährung richtig lecker schmeckt. Denn wir müssen uns bewusst sein, wenn wir die Umwelt zerstören, dann zerstören wir uns selbst. Wir sind Teil dieser Welt, nicht Außenstehende. Aber wenn wir uns heilen, weil wir wieder auf Hippokrates hören, den Mann, auf den alle Ärzte heute noch einen Eid schwören, der hat nämlich gesagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein. Wenn wir auf den wieder hören, dann heilen wir nicht nur uns und unseren Körper, sondern damit heilen wir die Welt. Damit retten wir das Klima. Damit schützen wir die Umwelt mehr als mit jeder anderen Maßnahme. Und es ist nicht zu spät. Es gibt kein Alter, das zu hoch wäre, als dass man es noch machen könnte. Unsere Entscheidungen von heute haben uns dahin gebracht, unsere Entscheidungen von früher haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Mit all den Konsequenzen, die das beinhaltet. Und die Entscheidung, die Sie heute treffen, ab jetzt, jedes Mal, wenn Sie die Gabel zum Mund führen, entscheiden Sie wieder neu, wohin unsere Zukunft geht und wohin die Zukunft unserer Kinder geht. Ich bitte Sie, das zu bedenken und der Einladung zu folgen, eine ganz neue Vielfalt zu entdecken, indem Sie die pflanzliche Ernährung entdecken. Dann schützen Sie die Umwelt mit Messer und Gabel. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.